Na, die Runden gleichen sich jetzt so ein bisschen. Sam lässt immer wieder die Mitte offen. Ist die Deckung nicht geschlossen, da kommt Peters durch, aber er versucht das auszunutzen, indem er dann schnell nach vorne geht, um seine Kombination abzufeuern. Ich glaube, der Meron hat nicht einmal eingreifen müssen bis jetzt. Hauen können sie beide, vertragen können sie beide viel. Bin mal gespannt. Wäre wirklich die große Chance hier für den Sieger, in den Ranglisten nach oben zu klettern. Tut sich ja nicht allzu viel im Schwergewicht. Abgesehen von Wladimir Klitschko, der eine Sonderstellung einnimmt. Samuel Peters vielleicht noch. Der nigerianische Weltmeister. Sicherheit ist auch mit dem Sieger zwischen Juan Carlos Gomez und Birches zu rechnen, aber so... Alles in allem ist das Schwergewicht. Povetkin ist sicher noch ein starker Mann. Bei Chakaev weiß man nicht, ob er noch einmal kommt nach seiner schweren Verletzung. Valuev auch immer ein Fragezeichen. Also schon die Chance hier für einen Durchtrainierten, wie diese beiden nochmal nach vorne zu rutschen. Aber dieser Vidos, er kontert immer sehr gut, stapft da so ganz gemütlich, wie es aussieht, nach hinten. Ist aber oben mit seinen Fäusten brandgefährlich. Klasse Aktion, links, rechts, Aktion, Körper, Kopf. Alles die Stärke hier von Sinan Sanlijan, nochmal zum Körper gezogen und zum Kopf, zur Aufwärtshaken von Vidos. Und die Runde ist vorbei. Siebte Runde hier in Ankara im Europameisterschaftskampf. Wirklich ganz knappe Sache, ganz umkämpfter Fight hier. Und die sechste Runde hatte wirklich zum Schluss hier noch einige Höhepunkte, als Sinan Sanlijan plötzlich hier nochmal Dampf machte, als er angriff und Vidos doch einigermaßen in Bedrängnis bringen konnte. Beides Eisenschädel, beide vertragen sie wahnsinnig viel. Ob es Qualitäten sind, darüber lässt sich streiten, aber... Im Boxen ist es eben schon ganz gut, wenn man auch mal was einstecken kann. Vidos feierte 2001 sein Profi-Debüt im Madison Square Garden. ...2004 dann die Niederlage gegen Nikolai Valuev durch TKO in Runde 9. Da brach er sich, wie vorhin schon gesagt, der Kiefer. 2005 gewinnt die Europameisterschaft gegen Timo Hoffmann. 2006 der Titelverlust gegen Wladimir Birches. 2008 hat Vidos bislang einen Kampf bestritten, den gewann er durch K.O. in Runde 2 mit dem dritten Paul Butlin.
batteln immerhin ein Mann, gegen den Nachwuchshoffnung Sebastian Köber über die volle Distanz gehen musste. Man sieht, dass dieser Vidos schon noch einiges zu bieten hat. Und das beweist er auch hier und heute in diesem Auswärtskampf in Ankara. Vor 8.000, 9.000 Zuschauern, die nur einem Mann hier die Daumen drücken, und das ist der Eigner, das ist Sinan Sargsyan. Ja, der macht gerade mal wieder ein bisschen weniger und fängt sofort die Links-Rechts-Kombination des Italieners ein. Dann kommen wir manchmal vor, diese Tanzbären, aber dann wieder explodiert Sam Ammann. Sam, ja, mit 34 Jahren noch im besten Schwergewichtsalter. Sein großes Ziel ist es ja, wenn man ihn fragt und wenn man seine Porträts liest, Weltmeister zu werden, egal in welchem Verband. Soll natürlich einer der großen vier sein. WBO, WBA, IBF oder WBC. Schöne Aktion jetzt hier links, rechts, die rechte zum Kopf. Der allerletzte, sie hängt immer wieder seine linke. Vidos, und da kommt sie angeflogen. Jetzt macht er auch ein Scherzchen. Sinan Sargsyan. So, und hier war in der Ringpause eben richtig der Bär los. Da wurden nochmal die Zeitlupen eingespielt hier von diesen guten Aktionen von Sam. Meinen türkischen Kollegen vom Sender Fox, den hat es gar nicht mehr hier auf seinem Stuhl gehalten. Der sprang nach oben, kommentierte entsprechend laut noch einmal diese Szenen, die da in Zeitlupe über der Großbildleinwand hier in der Halle gezeigt werden. Beide doch noch mit erstaunlich vielen Kräften. Ich dachte so, ab Runde 6 lässt das ein bisschen nach, aber sind natürlich auch zwei alte Hasen, zwei Routiniers, die sich ihre Kräfte einteilen können, die wissen, was sie bringen, imstande sind, wann sie anziehen können und wann sie mal wieder ein Päuschen einlegen. Viele Päuschen haben sich allerdings bislang nicht gegeben. Die beste Waffe, die rechte da von Sam. Fußarbeit wird immer langsamer. Beide konzentrieren sich jetzt wirklich hier auf ihre Treffer. Da versucht keiner mehr mit irgendwelchen Bewegungen zusätzlichen die Schläge ins Leere laufen zu lassen. Sie stehen voreinander und bekämpfen sich. Mann gegen Mann, wie das im Boxsport so üblich ist, was den Boxsport so faszinierend macht. Schon erstaunlich, wie viele Schläge da Sam stoppt. Und hier hat er einen Schritt nach vorne gehen müssen und nochmal die rechte abziehen. Das ist die Schwäche